muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen, die sind einzigartig hier. Der Rasen, super, Wahnsinn, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Und wenn ich hochgucke in den Himmel, keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlauf dieser Partie. Ich hoffe, die Wetterfrösche haben sich auch nicht geirrt. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent. Freuen wir uns also auf die Dinge, die da kommen werden. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Und die Möglichkeit. Sehr guter Versuch. Erfolgreich? Nö. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Milik. Jetzt der Schuss. Und durch die Mitte. Er haut ihn raus. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Weit nach außen gespielt. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Und jetzt die Flanke. Guendouzi. Das könnte was werden. Ja, da pocht das Herz tief in der Hose. Da hat er geahnt, wo der Ball hinkommt. Und er hat ihn sich erobert. Schöner Gegenangriff. Nur der Abschluss, der stimmt noch nicht. Klasse Aktion von Vrsaljko. Bei wem der wohl landet? Spielverlagerung auf die linke Seite. Am Verteidiger kommt der Ball nicht vorbei. Eckball. Origi. Divock Origi. Da müsste Ecke geben und genauso ist es. Flanke von Origi. Raus aus der Gefahrenzone. Hier ist Perisic. Thiago hat ihn da nicht. Was für ein dicker Klopf! Er versucht's. Bitte, Tor! Einfach und erfolgreich. Das war ja hart an der Grenze zum Blackout. Wie kann das denn sein, dass ein gegnerischer Angreifer so frei vor den Kasten zum Abschluss kommt? Da ist es, das erste Tor der Partie. Sie müssen diesen Vorsprung jetzt allerdings auch noch über die Zeit bringen. Und das ist ein hartes Spiel. Divock Origi! Zu unkontrolliert. Thiago. Er trifft den Ball richtig gut, geht aber ganz knapp vorbei. Machen Sie es mit dem feinen Innenspann oder machen Sie es mit dem Vollspann? Sie entscheiden sich für die Variante Hau drauf. Knallharter Schuss, aber kein Treffer. Da hat er den Überblick behalten. Thiago. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Gut verteidigt. Ab auf die Flanke. Und wieder zurück ins Zentrum. Schönes Ding. Der ist viel zu steil gespielt. Origi ist abseits.
Gefackelt wird hier nicht lange. Mit Augenmaß. Thiago. Die Kugel kommt ganz gefährlich vor das Tor. Gendouzi. Jetzt ist Übersicht gefragt. Divock Origi. Und gleich wieder zurück. Ja, schickes Zusammenspiel. Er zirkelt ihn rein. Stichwort Befreiungsschlag. Und er ist in der Luft. Also so macht er dem Torhüter keine Angst. Ulreich, da kommt der Ball. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Weg damit. Da ist kein Durchkommen. Jawohl, Einwurf. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Der Unparteiische bitte zur Pause. Eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. So, beide Mannschaften gehen in die Kabinen. Wir haben einen Treffer gesehen. Ausgang hier noch völlig ungewiss. Hälfte 2 ist eröffnet. Ein einziges Tor macht hier bislang den Unterschied. William Carvalho. Milik. Und wieder Endstation. Gut gespielt und schau an, der Verteidiger kann auch offensiv. Nutze die Chance. Boah, jetzt erstmal durchatmen. Den Ball hat er klasse erobert. Die gegnerische Abwehr allerdings, die hat es ihm auch ganz schön leicht gemacht. Nichtsdestotrotz eine schöne Aktion. Keines der beiden Teams weiß hier mit dem Ball irgendwas anzufangen. Und die Kontergelegenheit. Milik. Thiago mit der Chance. So jagt man heute den Ball. Klasse durchgesteckt. William Carvalho. Schau dir mal die offensiven Spieler an. Also von Defensivarbeit haben die noch nicht viel gehört. Definitiv. Und damit fahren sie schon ein gewisses Risiko. Klar, die sparen jetzt Kräfte, wenn sie vorne bleiben. Die sind natürlich frisch, wenn der Konter gefahren wird. Aber in der Defensive stehen sie dadurch natürlich nicht mehr so solide. Perisic. Er bringt die Flanke. Stark angesetzt zum Kopfball. Gut rausgespielt, aber da hätte mehr bei rumkommen können. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Und ab die wilde Fahrt. Ein feiner Pass. Auf! Er hält drauf. Treffer versenkt.
sowas von nüchtern und sowas von effektiv. Der Keeper ist lange stehen geblieben, aber davon hat sich der Angreifer nicht im geringsten beeindrucken lassen. Diesen Wechsel, den haben wir schon so erwartet. Und es müssen gleich zwei Spieler runter. Es muss etwas passieren, sagt sich der Trainer und bringt gleich zwei neue Spieler. Mal sehen, wie das jetzt die Struktur der Mannschaft verändert. Alle wieder bitte in die Startblöcke. Also pari pari. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer von den beiden mit diesem Unentschieden nicht einverstanden ist. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig, hätte früher den Pass spielen müssen. Was für ein Getümmel, ich bin mir ziemlich sicher, da gab's einfach kein Durchkommen. Tolles Gegenpressing. Es hätte sicherlich bessere Wege gegeben, das Spiel aufzubauen. Nachher ist man aber natürlich immer schlauer, vor allem mit der guten Übersicht von hier oben. Sie sind offensichtlich noch nicht bereit, sich mit diesem Ergebnis abzufinden. Sie wollen mehr. William Carvalho. Milik! Milik! Da braucht man gute Nerven, wenn man so ein Ding liegen lässt. Beide Teams lauern auf Konter, beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ball halten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Physisch enorm präsent. Jetzt, er trifft die Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Und sie liegen wieder vor. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Das kann man nicht lernen. Glückliches Händchen. Ich glaube, so nennt man das. Na, sowas nennen wir dann doch mal eine Einwechslung mit wunderschönen Konsequenzen für den Joker. Genau darauf haben wir gewartet. Was für ein wichtiges, was für ein spätes Tor. Das könnte die Entscheidung sein. Aber die Betonung liegt auf könnte. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Er versucht's allein. Da ist die Flanke. Sie sind noch nicht durch, aber sie sollten jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Die Zeit tickt und die Zeit tickt für sie. Die Nachspielzeit ist fast vorbei. Es kann nicht mehr lange dauern. Jetzt aber! Und das Ding abgefangen. Da haben sie echt noch mal die Chance. Und das war's. Sie haben alles versucht, das Ding doch noch auszugleichen. Und ein Haar wäre ihr Einsatz belohnt worden. Aber guter Wille allein gewinnt kein Spiel. So ist es halt. Das Spiel war bis zum Ende spannend. Hervorzuheben war die Abwehr, die den gegnerischen Stürmern das Leben verdammt schwer gemacht hat.
Hansi, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also schnell ein paar Worte von dir zu diesem Spiel. Mal über rechts, mal über links. Das war richtig stark anzusehen. Die starke gegnerische Innenverteidigung, die wurde halt immer wieder über die Flügel in Verlegenheit gebracht. Sie machen es immer wieder stark. Der Gegner weiß, auf Außen beim Flügelspiel, da sind sie richtig stark. Aber trotzdem kann man es nicht verhindern. Und das war's von uns. Ihnen noch einen schönen Abend. Und Hansi, dir vielen Dank für deine großartigen Analysen. Immer wieder gern, Marco.